Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Professor Layton Skyrim Soldor. Im letzten Part haben wir ja den falschen Inspektor überführt. Der sich natürlich als Don Paolo herausstellte. Wodurch wir das erste Geheimnis gelüftet haben. Ja, na gut. Sprechen wir noch mal mit der Baronin und mit dem Bruder des Barons, was die zu dem Ganzen zu sagen haben. Ich bin schockiert. Schockiert. Wer hätte gedacht, dass wir einen Hochstapler unter uns hatten? Ich hatte ja keine Ahnung. Aber sie haben ihn durchschaut, Professor. Ich bin von ihnen scharfsten sehr beeindruckt. Wenn sie nun ihre Fähigkeiten einsetzen würden, um weiter nach dem goldenen Apfel zu suchen, das wäre mir ein Vergnügen, Ronan. Frau Ronan, geht es Ihnen gut? Sie sehen etwas besser aus. Ich werde heute Morgen mit Erinnerungen an einen überaus eigenartigen Traum. Dann hat mein Mann mich gerade in die Ehe bekommen. Ein Mädchen. Wie süß sie war. Im nächsten Augenblick befand ich mich plötzlich in einem Park, Hand in Hand mit meiner Tochter. Mit ihrer Tochter, sagen sie? Warum sollte jemand so etwas Dummes träumen? Ich muss von den Ereignissen sehr erschöpft sein. Professor Layton, ich fühle mich nicht besonders gut. Ich werde mich etwas hinlegen. Was hat denn die Baronin? Sie hat geträumt, mit ihrer Tochter im Park spazieren zu gehen. Wie merkwürdig, dass sie ausgerechnet so etwas träumt. Ja, aber wir wissen sowieso, dass irgendwas nicht ganz stimmen darf. Hat der Bruder des Barons uns zu sagen? Sehr spitze, wir sollen einfach nehmen. Nö. Hat natürlich nichts zu sagen. Ja, vielleicht bei der Baronin nachhaken. Ich muss mir gerne was an, Professor. Nö. Da können wir natürlich nicht weit nachhaken. Matthew ist auch nicht hier. Da müssen wir schon bei je zum Turm. Hat Ramon irgendwas zu sagen? Da wäre auch Anführung dabei. Nö, der hat nichts dazu zu sagen. In dem Laden ist ja nichts Neues. Doch, die Würzen. Oder das Zeug, was da rumsteht. Die Süßigkeiten sehen wirklich sehr lecker aus, nicht wahr? Luke, das erinnert mich an ein süßes Rätsel. Pass gut auf. Rohrgläser. Du hast 10 Rohrgläser mit jeweils 50 Bonbons. Diese füllst du in einen kleinen Beutel und versuchst dabei je ein Glas auf 2 Beutel zu verteilen. Am Ende hast du 20 Beutel voller Bonbons. In Prozent ausgedrückt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich in jedem Beutel durchschnittlich 25 Bonbons befinden? Gib als Antwort die Zahl der Prozente an. Hundert Prozent, weil
pro Glas sind 50 Bonbons drin. Und man teilt es immer auf zwei Beutel auf. Heißt, am Ende sind immer 25 Bonbons. Sehr gut. Das hat 10 Gläser mit je 50 Bonbons. Also insgesamt 500 Bonbons. Diese 500 Bonbons, die du auf 20 Beutel verteilst, da die Beutel natürlich durchschnittlich 25 Bonbons. Ah ja. Genau. Wenn du einmal erkennst, was genau mit der Frage gemeint ist, ist das Rätsel schon gelöst. Ja, das letzte Bauteil. Dann müsste der Roboter auch fertig sein. Fertig. Der kleine Roboter hat es zusammengebaut. Wir müssen ihm nur noch einen Namen geben. Ich habe das Gefühl, er wird sich noch gut bewähren. Übrigens, Luke, ich habe zu diesem Anlass noch ein Geschenk für dich. Bitte, zünd erst kurz aus und schaut. Jetzt will dein Titelbildschirm Bonus aus, um eine feine neue Herausforderung zu entdecken. Willst aber nicht sofort deinen Fortschritt zu speichern. Das heißt, der Finder steht nun an Leightons Aufgaben zur Auswahl. Aber wir dürfen uns sogar einen Namen geben. Ja, okay, ich habe Namen, das hatten wir schon des Öfteren, dass das nicht funktioniert. Spätestens aus den Pokémon-Displays weiß man, dass es nicht funktionieren kann. Namen für den Hund. Welche Hund nennen? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Standardnamen geben würde, wenn ich jetzt einmal OK drücke. Aber scheinbar nicht. Namen für den Hund, Namen für den Hund. Das erste, was mir ins Sinn kommt, nachdem er ja ein Roboterhund ist, wäre irgendwas mit Elektrizität. Irgend sowas in die Richtung. Ich lasse es einfach jetzt so. Heißt der Hund Elektro?
Es ist doch irgendwas in dem Laden, was vorher nicht da war. Oder vielleicht, was ich einfach übersehen habe, weil es die ganze da war. Was war das gerade? Ich glaube, der Hund zeigt versteckte Sachen an. Kann das sein? Ich glaube ja. Sich mal die Blumen an. Sind hier aber schön. Das war sicherlich hat sich jemand damit große Mühe gegeben. Oh, da fällt mir etwas ein. Ich muss aber jetzt hören, dass es mit Gärtnereien Blumen zu tun hat. Klar, Professor, schießen Sie los. Landwirtschaft. Rätsel 8. Okay, das habe ich schon mal lange übersehen. Alfred und Roland helfen auf dem Bauernhof Blumen pflügen und Blumen sehen aus. Ihnen sind 4 Hektar Land zugeteilt worden, die sie dann damit teilen, damit beide unabhängig voneinander arbeiten können. Roland fängt im Osten an, Alfred im Westen. Alfred braucht zum Pflügen 20 Minuten pro Hektar, Roland braucht 40 Minuten. Aber sieht dafür dreimal so schnell wie Alfred. Damit den besehenden 4 Hektar 100 Euro verdient. Welcher Teil davon hat. Welchen Teil davon hat dann auch Roland verdient? Nachdem sie das in der Mitte geteilt haben, würde ich trotzdem sagen 50 Euro. Würde ich jetzt zumindest sagen, nachdem ja insgesamt 4 Hektar und ein einziges Halt, ja. Okay. Stimmt, genau. Irgendwas wird gesagt, dass die beiden die 4 Hektar damit zu teilen, um unabhängig arbeiten zu können. Damit hat jeder von beiden die gleiche Menge Arbeit. Da also jeder die Hälfte von 4 Hektar besät hat, sollte er 50 Euro kriegen. Sollten beide 50 Euro kriegen, so. Richtig. Das ist gut gemacht, Luke. Ja, man kann sich auch ein bisschen täuschen. Gar nicht mal so einfach. Und der Hund hüpft schon ein bisschen.
die noch scheinbar schon wieder die nächste Fährte gefunden hat. Oder sucht. Was man auch hier unten sieht, wird insgesamt schon 4 Fährten gefunden. Zumindest ein bisschen Zeit lässt, könnte man vielleicht noch ein paar Geheimnisse. Dann kann man auch noch alle Rätsel theoretisch holen. Habe ich gerade keine Ahnung, wie lange es dauert, bis der eine neue Fährte findet. Ach, schon ist hier noch irgendwas versteckt. Was ich bisher nicht gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob das nicht trotzdem ein bisschen random ist. Wann der Hund reagiert und wann nicht. Das war eigentlich theoretisch hier. Aber im Bücherjahr hatten wir, glaube ich, schon das Rätsel, wenn ich noch dran erinnere. Wenn das war jetzt noch eine Münze, vielleicht findet er auch Münzen. Kann natürlich gut sein. Vielleicht noch ein Rätsel. Es geht natürlich sich von der Arbeit zurück. Wo man oben in der Feierarbeit. Was sieht denn hier, du? Ich war bei der Arbeit 5. Arbeit 5 gerade sein. Was will. Dann komme ich mal wieder hier. Der Brahman zählt meist online nichts davon. Natürlich zählt er nichts davon, dass der hier unten quasi faulenzt.
ich meine, die Roboter können uns auf jeden Fall gut helfen. Theoretisch. Höchstens, wie gesagt, was ich nicht ganz an der reagiert. Wo und wo der reagiert. Schon hier ist mein Koffer. Ich glaube, das ist nicht so ein Zweck vom Ganzen. Nachdem sich da ich von alleine melden sollte. Wobei ich nicht ganz verstehe, was er mir hier hinten sagen wollte. Von den Münzen, die Anzeige versteckt ist. Hat hier noch eine Münze, okay. Münzen habe ich inzwischen sehr genügend. Die brauche ich nicht mehr. Und mein Enigma haben wir hier nicht. Maximal noch irgendwelche Münzen, die versteckt werden. Hab ich dann nicht mehr das. Noch was versteckt gewesen. Das ist wieder gut. Nochmal zurück geht. Bisschen rumklickt und schaut, warum nochmal auftaucht. Gehen wir Richtung Turm. Ich wollte dir nichts mehr sagen. Der fragt uns, ob wir noch einen Blick auf den Tisch werfen wollen. Also jetzt eigentlich nur noch das Gemälde fehlt. Hier habe ich natürlich auch sehr viele Monster gesehen, die ich echt nicht ganz so viel geschaut habe. Beziehungsweise ich habe auch nicht so viel zu tun hat, so. Aber was da haben nicht reagiert habt. Wie gesagt, das ist schon
bisschen zufällig ist. Ob der es reagiert oder nicht. Hat sie vielleicht noch ein Rätsel jetzt, nachdem sich da alles gelegt hat? Ich hätte dann noch ein Rätsel für euch. Bestimmt wollt ihr es hören. Nicht wahr? Tut mir leid, jetzt sagen wir, wir haben es gerade sehr eilig. Papp. Ich hab doch gesehen, dass ihr die Rätsel für andere löst. Und jetzt bin ich schon. Sie haben uns gesehen? Wie meinen Sie das? Sind Sie uns etwa gefolgt? Würfel die 3. Bei Würfeln liegt die Wahrscheinlichkeit an 3 zu würfeln bei 1 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit 2 3 nacheinander zu würfeln beträgt 1 zu 36. Und die Chance auf 3 3 steht bei unglaublichen 1 zu 126. Nehmen wir an, dass du bereits 3 mal hintereinander eine 3 gewürfelt hast. Die Chance beim nächsten Mal wieder eine 3 zu würfeln liegt bei 1 zu wie viel? Eigentlich mit der gleichen Summe nochmal multiplizieren. Dann 4, 3, 2, 2, 1, 6. Ich schreibe es lieber hier oben drauf. Das sind 2. Das sind 2 und 6. Und 6 sind 12. Also 46.656. Schon so, oder habe ich mich verrechnet? Müsste eigentlich stimmen. Versuch's noch einmal. Du machst die Dinge vermutlich komplizierter als sie sind. Denke einfach und schon hast du die Lösung. Moment, 6 mal 6 sind 36, 36 mal 36 müsste eigentlich 216 sein. Moment, 3 mal 3 ist 9, 3 mal 6 ist 18,
1, 0, 8, 6, 36. Ich glaube, ich rechne irgendwie falsch. Ja, ich rechne irgendwie falsch. Ja, okay. Das war mal 6. Dann muss das ja auch mal 6 sein. Weil 6 mal 6 ist 6 und 3. 6 mal 3 ist 8. Und 1 sind 2, 1, 6. Okay, das heißt, sie muss ja auch nur 6 rechnen. Okay, 6 mal 6 haben wir schon 36. 6 und 3 sind 9. Und 12. Okay, 1296. Wieso hat das jetzt nicht gestimmt? Oder muss ich da jetzt mal 36 rechnen? Und 2 sind 9 und 12 sind 6, 7, 2, 8. Problem ist mit 8276. There we go. Oh, stimmt immer noch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da falsch mache. Oh,
Was rechne ich hier falsch? Irgendwas, was ich mache, ich schon wieder falsch, aber ich weiß gar nicht was. Ich habe so viele Münzen nicht anzumachen. Okay. Je länger die Erklärung zu ein Rätsel ist, desto wahrscheinlicher enthält sie einen Fallstrick, nicht wahr? Lies die Fragestellung nochmal gründlich durch und achte darauf, worin genau deine Aufgabe besteht. Die richtige Antwort musst du nichts berechnen. Du brauchst 261 nicht mit 6 zu multiplizieren. Dieses Rätsel ist viel simpler gestrickt. Es ist egal, welche Zahl du vorher gewürfelt hast. Du wirst nur nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, beim nächsten Wurf eine 3 zu. 1 zu 6. Ja, okay. Here we go. Da bin ich zum Spiel offline gegangen. Fantastisch. Es spielt keine Rolle, wie oft du die Zahl schon gewürfelt hast. Es ist nur nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, im nächsten Wurf eine 3 zu würfeln. Und die liegt bei 1 zu 6. Wie wäre es, wenn ich euch den Weg zeigen würde? Oh, ich hatte den Eindruck, die Bewohner von Sandmister wollen nicht in die Nähe des Turms gehen. Oh, ich will den Turm auch nicht. Oh, na komm. Aber ich weiß schon nicht, wie ich eine Ausnahme machen. Professor, wir sollten uns wirklich beeilen. Ja, na gut. Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Partner der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch für uns zu sehen. Lasst uns weiter tun, was euch gefallen hat. Wenn nicht, was halt, könnt ihr euch gerne nach Hause lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute, und es kommt wieder. Ciao.